Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Während des Ersten Weltkrieges. Ja, und wie sieht's aus, ne? Mitte Februar, wir haben gesagt, einmal Verdun wird Ziel von Falkenhayns Plan, indem er versucht, die Deutschen dort auszubluten. die Franzosen natürlich auszubluten. Die Welle um Welle hier schicken werden, also so dachte er sich das, um ja hier die Deutschen aufzuhalten. Na, das war so der große Plan. Hier hat man sich im Winter schön gemütlich gemacht, also mindestens die Deutschen hatten gute Ausrüstung und so weiter. In Italien hat man auch bessere Ausrüstung und konnte sich hier praktisch... Ja, ich sag's mal, die Moral konnte man steigern. Hier, sowohl hier als auch im persischen Raum, drückten russische Truppen nach vorne, hier insbesondere um Erzurum herum. und hier gab es Erfolgsmeldungen von russischer Seite, während hier das Ganze stagnierte. So, wir schauen mal, wie es weitergeht. Ja, hier wird uns wahrscheinlicherweise, so wie ich das sehe, unsere Kavallerie weggeschossen, ne? Nehme ich mal ganz stark an. Aber schaut mal hin, die sind gar nicht mehr so weit voneinander entfernt hier, ne? Ja, da oben werden natürlich die Briten weggeschossen, das ist klar. Da steht ja Hindenburg. Ich habe mich aber Gott sei Dank nach Wilhelmshaven mit der größeren Truppe zurückgezogen. Was allerdings nichts dran ändert, dass da oben die Situation nicht gerade prickelig aussieht. So, hier wird unsere Kavallerie rausgeschossen. Rückt danach mit der... Hier, mit der österreichischen? Wäre die Frage, ne? So, wer kommt hier an? Österreichische Truppen fallen uns in den Rücken, oder? Wenn ich das so sehe. Weil wir wollten ja den Serben dort Unterstützung gewähren, ne? War ja unser Plan. So, sie gruppieren nochmal... Oh, Wien wird verstärkt. Oh, wird Wien verstärkt. Hohoho. Das Eisenbahnsystem funktioniert perfekt bei den Deutschen. Bei den deutsch-österreichischen Verteidigern. Kann man nicht anders sagen. Ja, ach, da kommt er wieder. Da sind Geblänke. Die können wir ab. Oh, die Briten haben wieder... Juhu. Jetzt müssen wir aufpassen bei den Briten, ne? Moment. Kettenkampffahrzeuge. Tatsächlich ist es auch wirklich so, dass die ersten Panzer so jetzt im März, ne? Ende Februar, Anfang März... gab es wirklich unwahrhaftig die ersten Panzer hier auf britischer Seite, ne? Die sind dann vorgefahren. Das war natürlich das Ereignis schlechthin. Was haben wir hier eigentlich? Spezielle Munition an. Das Ereignis, ne? Also die haben dort gestanden erstmal und haben geschaut. Und die haben erstmal nicht mehr geschossen, ne? So, wollen wir dann mal schauen. Nee, wir gehen mal gleich in die Forschung rein. Hier ist alles in Ordnung. Ihr habt es zum Schluss vergessen. Frankreich hat noch... Ja, ist auch bald soweit, ne? Belgien... Okay. So, jetzt müsste hier was passieren. Schottpanzerung. Für was? Für Schiffe? Nee, ne? Das ist für Fahrzeuge. Fokussieren wir mal. Auf alle Fälle. So,
Russland. Ja, die werden auch über kurz oder lang bekommen, die. Und die können es vor allen Dingen auch herstellen. Jetzt ist natürlich die Frage. Jetzt holen wir gerade. Was hat es denn für Unterhalt? 4. 4 Unterhaltskosten. Von der Produktion hier? Was, ein Panzer? Wäre natürlich mal was wert, ne? 60. Ah, kommt. Ich will jetzt so einen Panzer haben. Egal. Ich will jetzt so einen Panzer. Egal. So. Weiter geht's. Oh, das dauert noch ewig, bis die russischen Verstärkungstruppen kommen. Es dauert noch total ewig und überhaupt. So, ja dann wollen wir schauen, wie es hier aussieht. Also wir wollten ja eigentlich hier eine Artillerie herrücken. Wollen wir sie hier hin? Weil dann kann... Nee, der kann nicht hier hin. Deswegen, wir können. So, dann können wir vielleicht mal hier ein bisschen für klare Verhältnisse sorgen. Ja, allerdings haben wir hier immer noch das große, große Problem, dass Brusilov hier eigentlich nur Garnisonen hat, ne? Brusilov ist eigentlich auf verlorenem Posten hier, wenn man es mal richtig bedenkt. Der steht total auf verlorenem Posten. Das müsste repariert werden. Die Frage ist natürlich... Allerdings... Falkenhayn steht hier. Allerdings fehlt uns hier jemand. Und das ist übel. Das ist mehr als übel. Wir hätten viel früher hier raufkommen müssen. Wir hätten uns nicht hier unten... Ich habe gedacht, das geht einfach. Wir haben uns da unten vergaloppiert. Wir haben uns da unten total vergaloppiert. Wenn ich jetzt hier reinrücke, ne? Und das werde ich auch machen. Aber ihr seht, die sind rot. Ich muss hier wieder reinrücken, auch wenn wir die verlieren. Ich kann es nicht riskieren, dass der hier vorgeht. Die Frage ist, was kannst du eigentlich noch? Nicht viel. Wenn man es richtig bedenkt. Und die Zigarre hier, die macht mich auch ganz kirre. Könnten die Zigarre angreifen. Könnten allerdings auch... Das wäre mir lieber... Hier das angreifen, die Artillerie. Wir müssten den mal aufrüsten wieder, ne? Eher zusammengeschossen wird von der Zigarre. Ja, die... Ne, wir rüsten sie auf. Ja, wir schießen, rüsten... Oder wir... Genau. Upgraden sie ab. Okay, können wir noch irgendwas upgraden? Nee. So, und damit, ja, sieht's hier nicht gut aus, aber ich sag mal, wir haben irgendwie, wenn dann noch, aber das dauert noch so lange, bis die kommen. Es dauert ein, ach nee, das sind ja Franzosen, halt hier kommen sie. Ah, sehr schön. Beim nächsten, in der nächsten Runde. In der nächsten Runde, ja, und dann brauchen sie noch eine Runde, um hier ran zu karren. Dann könnten wir eventuell, ich würde sie wahrscheinlich hier unten hin. Obwohl, hier die Garnison. Hier sind immerhin Hötzendorf. Hötzendorf war natürlich hier mit der Italien beschäftigt in dieser Zeit, ne? So real gesehen. Okay,
So, hier unten haben wir wieder. Schade eigentlich. Wartet mal, wir. Sind das. Das ist eine Garnison. Ja, wenn ich die jetzt rum, dann können die beiden. Ne, ist auch eine Garnison. Dann ist es eigentlich egal. Dann ist es natürlich egal. Da unten ist auch eine Garnison. Mag allerdings nicht. So. Ich würde beinahe behaupten, wir wollen mal. Na, wollen wir die hier verstärken? Wäre eine Idee, ne? Hier war irgendwo. Hier war irgendwo. Oh Gott. Das war schlecht. Ja, zumindestens. Die würde ich gerne mal verstärken. Ja, das war. Jetzt ist der mitten in der Wüste. Geh zurück! Ach, Idiot. Ja, ich bin selbst schuld, ich weiß. Ich weiß. Aber oh, die können noch nicht mal feuern. Die haben so wenig Munition, obwohl ich doch denen ihr Munition aufgerüstet habe. Naja. Sei es drum. Sei es drum. Die können auch nicht. Allerdings. Oh, die Franzosen, die haben genug Munition. Deswegen möchte ich die jetzt hier rausbomben. Zum Verrücktwerden, oder? Ist leicht zum Verrücktwerden hier. Ach nee, das sind ja unsere, ne? So, jetzt könnten, na gut. Wir stellen die mal hier hin. Die können wir dann austauschen. Sag nicht, wir hätten hier drauf schießen können. Ne, hätten wir nicht. Die französische Armee weiß ich noch nicht. Wie sieht's denn aus? Hier sieht's schlecht aus. Was sind das hier? Sind auch Franzosen? Ja, Franzosen können hier schießen. Franzosen können hier schießen. Ohne mit der Wimper zu zucken. Okay. Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus hier. Die hätten schon. Die hätten schon rausgekonnt, ne? Wir unterstützen auf alle Fälle die Serben hier, ne? Wahnsinnig gut. Mal schauen. Wie sieht es eigentlich hier aus? Wer ist hier noch? Geh mal hier rauf. Schaffen wir wahrscheinlich nicht, ne? Warte mal, die Italiener können natürlich nicht schießen. Aber sie können. Wartet mal, hier. Das ist ein italienischer, ne? Okay. Selbst der schafft es nicht. Schaut. Gut. So. Jetzt runden wir und kesseln ein. Nee, du gehst nicht. Du wärst hier perfekt dafür. Aha. So, hier haben wir eine, die wäre eigentlich ganz gut. Nee, 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 machen wir anders. Das machen wir anders.
Nett. So, Franzosen hier reparieren wir. Oder vielmehr, ihr wisst, was ich meine damit. So, damit wäre auch das erledigt. Dann kann der hier rein. Und bleibt hier. Und bleibt einfach mal hier. Gut. Der kann hier eventuell mit für Verwirrung sorgen. Ja. Den lassen wir mal in der Defensive hier. Okay. So, und ja, das ist in Ordnung. Ja, der Kampf um Wien, er zieht sich noch hin, aber ihr seht, der Kessel, er zieht sich zu. Er zieht sich um ein... Ach, jetzt stehen die hier ein bisschen doof. Hätte ich einen rausgezogen, hätten wir hier... Na gut, wir gehen mal mit rauf. Ich würde aber nicht gerne hier Zagreb ohne Verteidigung lassen. Venedig, Florenz, Genua. Ich würde nicht gerne Zagreb hier ohne Verteidigung lassen. Man weiß nie, wer da noch kommt. Budapest. Österreich-Ungarn, ne? Budapest. Buda und Bast. So. Hier geht ja gar nichts. Gott. Dann hätten wir... Haben wir eigentlich... Ne, wir haben nichts an Munition bei den Briten. Okay. Allerdings hätten wir hier was, aber jetzt mal ganz ehrlich, das ist wie, na, das ist wie, wenn man nicht schießt. Was haben wir denn hier eigentlich? Sieht gut aus. Allerdings würde ich mal sagen, wir werden die in den Kessel hier reinsetzen. Also die haben uns ja umkesselt irgendwie. Und dann bekommst du und du und du und du. Haben wir noch irgendwas? Wir haben ja kein... Wir haben ja kein... Doch, wir haben einen Italiener. Einen Franzosen. Den würde ich sogar mal was spendieren, um ehrlich zu sein. Wir haben es gerade. Wir haben es gerade. Wir könnten die Artillerie aufrüsten. Allerdings warte ich damit noch mal ein bisschen. Weil ich denke, wir müssen auf alle Fälle, was wir machen müssen, die hier. Und die und die. Sind es auch Briten? Ich glaube, ja. Jawohl. Bei denen bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Aber macht nichts. So, die Belgier werden auch aufgerüstet. Ja, nützt nichts. Die können schießen. Nett. Wir rücken ihnen aber mal nicht nach, sondern das machen unsere belgischen Freunde. Mist, jetzt habe ich die... Naja. Mist. Naja, wir haben immerhin noch sowas ähnliches wie eine Frontlinie. Die hier sind gefährlich, ne? Die hier sind äußerst gefährlich. Alles andere als schön. Alles andere als schön. Hm.
Wie viel haben wir denn noch? 38. Okay. Hier. Doch, den werde ich mal mit hier raufziehen. Dann kann er mit auf Prag vorrücken. Ja, der steht ein bisschen ungünstig. Ich hoffe, der geht nicht nach vorne. Ansonsten wäre er im Kessel und würde Prag aufgeben. Dann sei es drum, ne? Sei es einfach mal drum. So, hier machen wir nichts. Klar. Ist es Beton? Nee, Foch. Hier geht auch nichts. Ja, die haben wir alle geruckt. Dann ist es so. Ja, und damit habe ich, glaube ich, alles. Warte mal, ich ruck mal die ein bisschen weiter hin. Die werde ich auch mal ein bisschen hier hin. Zur Aufklärung. Den eventuell auch ein bisschen weiter ran. Und dann hätten wir es hier. Mehr fällt mir echt nicht ein. Wahrscheinlich gäbe es noch was, aber... Apropos. Aber wir haben hier noch... Wir könnten es ja mal probieren, was das bringt. Noch altbekannt. Nix bringt's. Nix. Gar nix. Um nicht zu sagen, nothing. Okay, gib auf. Das mit den Schiffen verstehe ich nicht. So. Dann, ja, hätten wir die Seeblockade ein bisschen gelockert, was nicht schön ist. Ich hoffe, die schießen uns nicht in Grund und Boden, dann gehe ich wieder zurück beim nächsten Mal. Ja, und das war's, ne? Wie sieht's da eigentlich aus in, ja, ich sag's mal, Ende Februar, Anfang März? Wie sieht's hier aus? Folgendermaßen. Wir haben ja gesagt, eigentlich sollte am 12. Februar der Angriff auf Verdun. Verdun beginnt. Ne? Verdun, ihr müsst euch vorstellen, das ist nicht nur eine Stadt gewesen, ne? Sondern wie ihr hier seht, das sind Bunkeranlagen. Das ist eine Festung gewesen mit zwei Ringen. Also so einen äußeren Ring und einen inneren Ring. Und hier standen jede Menge Bunkeranlagen, ne? Und so richtige, ja, ich sag's mal, Festungen. Ne? So richtige Festungen. Und die waren einmal in auf die Seite hier ausgerichtet und einmal auf die Seite hier ausgerichtet. Warum auch immer. und die Deutschen griffen einmal von der Seite an, nach Falkenhayns Plan und von der. Und sie wollten ja, dass hier jede Menge Truppen rangekarrt werden und dass man die mit der Artillerie so lange beschießt, bis die ausbluten. Allerdings, ne? Allerdings ging das ein bisschen daneben. Übrigens, ja, aber da werde ich euch, weil na, es passt noch nicht in die Woche, glaube ich, rein. Ich werde euch über Verdun vielleicht nächste, also in die, in ja, das müsste vielleicht 2-3 Wochen später, vielleicht so Mitte, ich weiß es nicht mehr genau, ich denke mal Mitte März vielleicht, ne? Da waren die heftigsten Kämpfe um Verdun und da habe ich was zu berichten, weil ansonsten weiß ich, im März eh nicht viel zu berichten als die Schlacht um Verdun. Sonst nehme ich hier zu viel vorweg. Falkenhayn hat hier jede Menge Artillerie erstmal hinkarren lassen. Ne? Also es waren so über, ich sag's mal, über 1000 Artillerieeinheiten. Und jede Menge Munition. Ne? Also über 1 Million Kugeln dazu. Könnt ihr euch das vorstellen, wenn der zum Beispiel von der dicken Bertha, wenn die über 1 Tonne wiegt, ne, ist, was die produziert haben, was ist für was da heute noch liegt, vor allen Dingen, ne, in Frankreich. Was für ein Zerstörungsmaß, für nichts und wieder nichts. Man schießt die ohne Sinn und Verstand, ne, also Krieg. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich meine, wie gesagt, hier hat es ein strategisches Element, ne, auch hier bei mir am Computer, deswegen spiele ich eigentlich sehr gerne das Spiel, aber so in echt ist es ja wirklich nur, es übertrifft alles, was es gibt an Sinnlosigkeit.
Ein Krieg übertrifft alles, was es gibt an Zielen. Es gibt keine es gibt nichts Rationales am Krieg, ne? Also, und Moralisches schon gar nicht, ne? Also, es ist Quatsch. Krieg ist von sich aus gesehen Quatsch. Ja, über 100 Flugzeuge sind hier rumgetaumelt, um, das habe ich euch schon gesagt, zum Beispiel auch dieses Überraschungsmoment hier für sich zu gewinnen. Denn man wusste nicht, an welcher Stelle, ne, greifen die nun an. Na, also greifen die hier unten an oder hier oben? Wollen sie wieder Paris erobern? Ja, Paris war natürlich, ne, wenn Verdun gefallen wäre, dann wäre natürlich Paris. Dann, das war ja damals bei Bismarck, ne? Das war ja das. Weiterhin war hier das große, große Überraschungsmoment am Anfang der Flammenwerfer, ne? Und der Flammenwerfer hat hier große Schneisen in die französische Verteidigung gesprüht. Ich sag's mal gesprüht, ne? Wird sich noch ändern. Als die Franzosen dann wussten, wie sie gegen so Flammenwerfer vorgehen. Insbesondere, wenn Flammenwerfer auf freiem Raum stehen. Ne? Dann, ja, ich weiß nicht, gibt's hier so Spiele wie Call of Duty oder was weiß ich, wo man da ab und an sieht, wie Flammenwerfer, wie man da in die Tanks reinschießt. Ne? Und ja, dann stehen die Flammenwerfer in Flammen. Sagen wir es mal so, ne? Beton war ein ganz anderes Kaliber, habe ich euch glaube ich auch schon gesagt, wie Joffre. Und er setzte drauf auf Artillerie und Verteidigung und nicht auf Offensive. Und er hat hier jämmerlich verstärkt das Ganze, sodass die deutschen Truppen sehr, sehr oft unter Artilleriefeuer gerieten und selbst ausbluteten. Ne? Ja. Und das zwang dann auch die ersten Offensive dann zum Stehen. Am Anfang kamen sie sehr gut voran, haben auch auch sehr schwer befestigte Festungen fast ohne Verluste praktisch einnehmen können. Doch dann stand wieder die Front, mehr oder weniger. Ne? Das war's, denke ich. Weiter fällt mir nichts ein. Ja, dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss, ne? Und wollen mal schauen, wie wir das nächste Mal, ob wir das nächste Mal schon bei Wien einen Schritt weiterkommen. Ciao, ciao.